Hieronymus Bosch hat eine Höllendarstellung gemalt, wie man sie treffender gar nicht hätte malen können. Man sieht kleine Teufel, Dämonen, die Menschen pisern, Höllenfeuer, die Menschen emporzüngeln. Und das Schlimmste, in der Mitte dieser Hölle, dort sieht man groß und hölzern stehen, einen Drehleier. Ihre Schönheit liegt durch alle Zeiten, ihr
schön.